Ja, bevor es jetzt dunkel wird. Ich habe euch am Anfang diesen kugelförmigen Pilz gezeigt, bei dem man draufdrückt und dann kommt da so ein Stoß von Pollen durch und habe euch bereits erzählt, dass das ein Röhrenpilz, ein Ascomycet ist. Hier haben wir es mit einem Basidomyceten zu tun. Das ist so der Standardpilz sozusagen für den Pilzsammler. Das wird wahrscheinlich für uns auch der interessanteste Pilz sein. Und irgendwie sind die Dinger auch die sympathischsten Pilze, wie ich finde. Teilweise sind Pilze ja unglaublich hässlich vom Fruchtkörper her und nahezu eklig. Also zumindest geht es mir so, dass ich da wirklich Schwierigkeiten habe, die sympathisch zu finden. Aber so ein kleines Hütchenpilzchen, das da so gemütlich im Wald rumsteht und so ein lustiges Hütchen aufhat, das ist ja was Sympathisches. Und das ist eben in der Regel ein Basidomycet. Fast alle Speisepilze sind so welche. Ein Trüffel beispielsweise wäre ein Ascomycet, also so ein Schlauchpilz, so was Ähnliches wie das Ding, wo ich eben drauf gedrückt und dann Puff gemacht hat. Aber die allermeisten, Steinpilz ist auch ein so einer hier mit Hütchen. Wie heißt er denn? Der Pfifferling. Der Pfifferling ist auch so ein Schlauchpilz, auch wenn der schon eher so ein bisschen wie so ein Hütchen, der sieht so ein bisschen aus morphologisch wie so ein Mittelding. Ist aber tendenziell einer von den Ascomyceten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nagelt mich nicht fest. Ist eigentlich nicht wichtig. Ich wollte euch damit nur zeigen, beziehungsweise noch mal kurz erklären, dass es in Deutschland mindestens, Stand 1964, 3000 Pilzarten gibt. Ich habe gerade keine aktuellere Zahl. Ich hab eben in meiner Bibliothek ein bisschen recherchiert und meine Bibliothek enthält halt größtenteils Bücher, deren Erscheinungsdatum deutlich vor 2000 liegt. Teilweise ja auch deutlich vor 1900 oder die Raritäten vor 1700, aber nein. Vor 1800, Entschuldigung, jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Buchdruck war schon erfunden, ne? Worauf ich aber hinaus möchte, wir interessieren uns in der Regel nur für einen winzig kleinen Ausschnitt der Pilze, die es überhaupt nur gibt in Deutschland. Es sind wirklich richtig viel mehr und diese sympathischen Dinger hier, das sind so... Auch muss man sagen, wahrscheinlich, da kann man sich auch wieder ein bisschen streiten, die hochentwickelten, in Anführungszeichen, Pilze. Es wird vermutet, teilweise von manchen Leuten, dass die mal eine richtige sexuelle Fortpflanzung, die denen der Tiere ähnlich ist, hatten mit Geschlechtern. Was sie allerdings jetzt meistens haben, diese Hütchenpilze hier, ich hebe mal noch einen zweiten hoch, ist eine ganz interessante Form der Fortpflanzung, wo zwei somatische Zellen, also diese normale Körperzelle, zusammenwachsen von meistens wahrscheinlich von zwei Individuen der gleichen Art. Es müsste aber tendenziell eigentlich auch möglich sein, dass das ein und dieselbe, also das gleiche Individuum mit zwei seiner Hyphen tut, sich sozusagen selber befruchtet, die dann verwachsen lässt. Und im Rahmen eben dieser Verwachsung zweier somatischer Zellen kommt es aber trotzdem zu einer Kernfusion, wie das auch bei unserer Tierfortpflanzung der Fall ist, wo halt eben die männliche Samenzelle auf die weibliche Eizelle trifft und die miteinander verschmelzen, also auch eine Kernfusion stattfindet, von zwei halben DNA-Sätzen. Deshalb haben eben Geschlechtszellen immer nur einen halben DNA-Satz, weil sie sich ja mit einer anderen Geschlechtszelle verbinden sollen und dann einen vollständigen DNA-Satz, also einen doppelten Chromosomensatz eben, bilden sollen. Damit da halt eben einmal die Komponente der Mutter und die Komponente des Vaters vertreten ist. Und das haben halt diese Pilze in der Regel so nicht. In der Regel ist es so, dass die einfach irgendwelche Körperzellen, das wäre so ähnlich, als würden wir uns mit Schleimhautzellen von der Zunge fortpflanzen können beim Küssen. Mist, Dr. Sommer hatte recht, man kann doch vom Küssen schon... Nein, aber ungefähr so kann man sich das irgendwie auch fast schon vorstellen. Eine beliebige Körperzelle verschmilzt mit einer beliebigen anderen Körperzelle und daraus entsteht dann das hier, ein Fruchtkörper. Und in diesem Fruchtkörper werden dann halt eben Sporen gebildet, die eine Komponente der einen Zelle mit einer Komponente der anderen Zelle kombinieren. Und das ist jetzt so viel komplizierter als bei Tieren oder bei Pflanzen, dass ich ab diesem Punkt aussteige. Und näher möchte ich es euch nicht erklären. Was es aber auch gibt im Pilzreich,
wenn ich das richtig kapiert habe, ich muss mich in die Pilzthematik wahrscheinlich noch mal tiefer einlesen, aber da müsste ich echt noch mal ein richtiges Semester für studieren. Biologie mit Schwerpunkt Pilzen, wenn ich das so extrem gut wissen wollte. Das bisschen, was ich in Pilzen im Studium hatte, habe ich vollständig vergessen. Und demzufolge stehe ich jetzt mit meinem biologischen Grundwissen zwar nicht ganz dumm da, aber auch nicht so richtig schlau. Was es also ebenfalls auch noch gibt bei der Fortpflanzung von Pilzen, ist wirklich, dass es eine Spore gibt, die irgendwo keimt, ein frühes Myzel ausbildet, ein Sub- oder Prämyzel, wie heißt denn das jetzt, das weiß ich gerade gar nicht, das ein Geschlecht hat. Sagen wir einfach ein Geschlecht, es ist weder männlich noch männlich und weiblich, kann man in dem Zusammenhang nicht verwenden, aber es hat ein Geschlecht. Und dann in der Nähe landet zufällig eine Spore der gleichen Art, die das andere Geschlecht hat. Und es kommt nur dann ein richtiger adulter Pilz, ein erwachsener Pilz zustande, wenn diese beiden Vormyzele, diese primitiveren Myzele, sich miteinander verbinden können, um dann zusammen dann quasi erst einen richtigen, vollwertigen Pilz zu bilden, der dann eben auch aus der Komponente eines und eines anderen Individuums besteht. Vielleicht noch ein paar Worte allgemein zu sexueller Fortpflanzung, was das ja auch darstellt. Die hatte eben den großen Vorteil, im Gegensatz zur Standardvermehrung, die zuerst da war, nämlich Zellteilung, wo man einfach ein Individuum ist und dann plopp macht und dann sich verdoppelt hat. Gehen wir mal auf diese Verdopplung ein. Diese Verdopplung ist Klonen. Das heißt, man erschafft eine Kopie seiner selbst. Das ist von daher ganz gut, weil die Kopie irgendwie dann, ja, die funktioniert. Hat aber den großen Nachteil, regnet es jetzt? Na, nicht so wirklich. Dass besagte Kopie sich auch nicht weiterentwickelt hat. Also man hat halt eben diesen Grundprozess der Evolution, die Anpassung an was Neues, an sich ändernde Umwelt, funktioniert da nur ganz, 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 ganz langsam durch zufällige Fehler. Wenn die Kopie nämlich fehlerhaft ist, die Kopie seiner selbst, dann stirbt sie meistens. Meistens geht es einfach kaputt, weil es irgendein schlimmer Fehler ist. Es kann aber eben in seltenen Fällen vorkommen, dass dieser Fehler eine Verbesserung darstellt. Ein rein zufälliger Fehler, der aber irgendwas so verändert, dass es jetzt besser funktioniert, mit der Umwelt klarzukommen. Und wenn man jetzt ein Bakterium ist, das sich am Tag ein paar Billiarden Mal teilt, dann sind die Chancen, dass dann irgendwann da mal so ein Fehlerchen bei rauskommt, der ein guter Fehler ist, gar nicht so gering. Und deshalb gibt es Bakterien, und deshalb funktionieren die so gut und sind an der Weltherrschaft, wenn man so möchte. So, und jetzt die sexuelle Fortpflanzung. Die macht dann Sinn, wenn man eine Reproduktionsrate hat, die so gering ist, zum Beispiel ein Eisbär, dass man sich einfach nicht leisten kann, von diesem super, super, super geringen Wahrscheinlichkeit auszugehen, dass ein Klon einen zufälligen Fehler in der irgendeiner Kopierung der DNA abbekommt, der ihn zufällig besser macht als das Elternteil. Dass man die sich nicht so nennen kann, weil es exakt dasselbe Individuum ist. Es ist ein Klon. Das lohnt sich nicht. Damit würde man sofort aussterben. Die Anpassungsrate an was Neues wäre viel zu gering. Und deswegen hat die Natur erfunden Sex. Und Sex macht das halt besser, weil durch diese Rekombination zweier Individuen-DNAs und davon und diese Tatsache, dass das auch doppelt genommen wird, die DNA doppelt. Also man hat quasi einmal das Erbgut der Mutter, einmal das Erbgut des Vaters. Und wenn einer von beiden irgendeinen Scheiß auf dem Erbgut hat, dann kann das unter Umständen vom jeweiligen anderen Individuum ausgeglichen werden, weil der den Scheiß nicht hat. Wenn also, also ein Fehler, der irgendwo passiert ist, wird dadurch ausgeglichen, dass es in der Sicherheitskopie, wenn man das so nennen möchte, den Fehler eventuell nicht gibt. Oder die Kombination dieser beiden Effekte erzeugt was völlig Neues, was es vorher noch überhaupt nicht gab. Und das ist dann in der Regel wirklich eine Verbesserung. Wenn nicht, stirbt die entsprechende Art wieder aus. Also Sex ist sicherlich, ohne Sex sind höhere Organismen überhaupt nicht vorstellbar. Das wäre absolut unmöglich. Pflanzen und Pilze, muss man sagen, und auch die ganz primitiven Tiere, primitive Tiere möchte ich auch nicht sagen, sagen wir mal die kleinen, nicht ganz so hochentwickelten Tiere, die sind teilweise noch in der Lage, sich auch zusätzlich zu klonen, obwohl sie auch
sexuelle Fortpflanzung drauf haben. Bei Pflanzen ist das relativ einfach. Wenn du ein Stück von der Pflanze abschneidest, in eine Vase stellst und das Stück kriegt neue Wurzeln, du pflanzt es in den Garten und es sprießt wieder aus, dann hast du einen Klon einer Pflanze. Bei einem Baum, Stück Ast abschneiden, in die Erde stecken, der bewurzelt sich, du kriegst einen neuen Baum. Funktioniert ganz gut. Es gibt auch zum Beispiel Wurzelbrut, dass eine Pflanze oder auch ein Baum ist ja auch eine Pflanze, irgendwo unterirdisch hinwächst und dann aus der Wurzel nach oben eine weitere Pflanze quasi aus dem Boden wächst, die aber noch eine Verbindung zur Mutterpflanze hat und exakt dieselbe DNA, also auch wieder ein Klon ist. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Und Pilze, denen fällt es unglaublich einfach, wenn ein Stück ihres Myzels, weil sie halt so primitiv sind und überall dieselbe Zellstruktur haben, da kann man eine einzelne Zelle eines Pilzes quasi abtrennen, irgendwohin verfrachten, wo gute Bedingungen, Wachstumsbedingungen für diesen Pilz herrschen. Und aus dieser einen Zelle entwickelt sich unter Umständen ein gewaltig großes neues Pilzmyzel, das exakt dieselbe DNA hat. Es sei denn, es ist halt so ein kleiner Mutationsfehler passiert, wie die Mutter Pilzin. Ja. Gut, das wäre so ein paar Dinge zur Fortpflanzung bei den Pilzen. Ach so, wenn sie es hinkriegen, die fortgeschrittene Form der Fortpflanzung per Spore vorzunehmen, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn man so ein kleines Pilzchen mit Hütchen ist, denn das Hütchen hebt natürlich die Sporen, die da in dem Hütchen drin sitzen, in den Lamellen bei so einem Lamellenpilz, die der Oberflächenvergrößerung dienen, damit mehr Sporen in so einen Pilz reinpassen, in einen Fruchtkörper. So ein Fruchtkörper ist ja teuer, braucht man viele Ressourcen, um den zu bauen. Und dann möchte man da auch möglichst viele Sporen drin haben. Die sind vergleichsweise billig. Und so eine Spore ist eben quasi das Vorstadium einer voll ausdifferenzierten Pilzzelle, die sich genau wie bei einer Zelle, die man vom Pilzmyzel abschneidet, dann auch wunderbar ausbreiten kann, wenn sie irgendwo hinkommt und dort geeignete Wachstumsbedingungen vorfindet. Das ist immer wichtig. Geeignete Wachstumsbedingungen müssen vorhanden sein. Und Pilze sind bei der Auswahl ihrer Wachstumsbedingungen enorm wählerisch. Das ist gar nicht einfach, es ist super unwahrscheinlich, sagen wir es so, dass so eine Spore da irgendwo landet, wo gute Wachstumsbedingungen für diese entsprechende Pilzart herrschen. Aber die haben auch extrem viele Sporen. Und dadurch, dass das so wahnsinnig viele sind, steigt dann natürlich einfache Rechnung. Super kleine Wahrscheinlichkeit mal ganz, 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 ganz viel ist eine ganz ordentliche Wahrscheinlichkeit. Und damit funktioniert es dann wieder auch ganz gut mit der Ausbreitung mit Sporen. Bei Pilzen, die gegessen werden möchten, das gibt es auch. Das nennt man dann Zookorie, diese Form der Fortpflanzung. Gibt es auch bei Pflanzen, die Samen haben, die gegessen werden sollen. Zum Beispiel vom Vogel, Vogelbeere. Vogel fliegt irgendwo hin, lässt Samen wieder fallen. Samen war unverdaulich, kommt hinten also unverdaut wieder raus und keimt dann da. Pflanze hat sich über enorme Distanz ausgebreitet. Und das gibt es auch bei Pilzen. Und das prominenteste Beispiel dafür ist der Trüffel. Der Trüffel wohnt in der Erde, der macht sich gar nicht erst die Mühe, so viel Energie aufzuwenden, einen so einen schönen Schirm zu bauen, der dann nach oben schießen muss, der wirklich enorme Biomasse benötigt, nur um da so ein paar Sporen eben aus dem Boden hochzuheben. Nö, der macht einfach nur Duft und schickt Duft nach oben durch den Boden und dann kommt so ein Geselle wie die Wildsau und stellt fest, riecht's gut, buddel, 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 oh, ein Trüffel, Mampf. Und irgendwo anders lässt die Wildsau dann einen ganzen Haufen Trüffelsporen eben wieder fallen, weil die sind halt unverdaulich. Überhaupt, so eine Spore ist auch wieder was ganz Geniales, weil die sind nahezu unzerstörbar. Je nach Spore können die teilweise sogar im Weltall überleben. Es gibt in diesem Zusammenhang, jetzt gehe ich aber auch wirklich gleich nach Hause, weil es jetzt wirklich dunkel wird, aber es gibt in diesem Zusammenhang eine Theorie, dass das Leben auf diesem Wege auch auf die Erde gekommen sein könnte, nämlich in Form einer solchen extrem überdauerungsfähigen Spore, die von einem Planeten, auf dem es schon Leben gab, auf einem Asteroiden gelandet ist und der Asteroid dann bei uns und dann die Spore bei uns abgesetzt hat, wo sie dann wieder gute Bedingungen vorgefunden hat und da wieder ausgekeimt ist.
Boah, zu dieser Theorie kann ich nur sagen, das ist potenziell sogar möglich mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit, die nahezu an unmöglich grenzt. Aber in vielen, vielen, vielen Millionen Jahren und einem unendlich großen Universum, super kleine Wahrscheinlichkeit mal unendlich, ist wieder ganz ordentlich. Deswegen, ja, warum nicht? Es gibt noch diverse andere Theorien, wo das Leben herkommt. Übrigens, nur mal kurz für die Freunde der Religion unter uns. Religion war ja schon immer das, mit dem der Mensch versucht hat, Dinge zu erklären, die er nicht verstand. Ich finde, momentan ist die Religion eine richtig gute Möglichkeit, immer noch, um zu erklären, wo zum Henker dieses Leben eigentlich herkommt. Weil es gibt noch keine wirklich, wirklich brauchbare Theorie, wieso irgendwas angefangen hat, plötzlich einen Stoffwechsel zu haben, zu leben, sich reproduzieren zu können. Dieses nicht wirklich greifbare Ding, Leben, wo das herkommt, ja, da kann man auch als ansonsten recht kritisch geprägter Naturwissenschaftler dann vielleicht schon an irgendwelche höheren Mächte glauben, wenn man das möchte. Das überlasse ich eben selber. So, das war jetzt ein erstaunlich philosophisches Schluss, philosophisch, religiös bin ich ja selten sonst. Schlusswort für die Etappe im Wald. Habe ich euch meinen Baumpilz hier schon gezeigt? Ich habe hier auch noch einen Baumpilz. Ich glaube, den hatte ich irgendwann schon mal in die Kamera gehalten. Ja, ein Baumpilz, der lebt im Baum. Der baut, ich habe es ja schon beschrieben, meistens irgendwas im Baum ab. Und wenn er soweit ist, dass der Baum nahezu tot ist und nicht mehr allzu viel zum Abbauen da ist, dann bildet er halt eben so einen Baumpilz. Wichtig bei einem Baumpilz ist noch zu sagen, dass die anders als die normalen Pilze aus dem Boden, die da 2-3 Tage stehen und dann schon wieder weg sind, meistens ziemlich lange überdauern. Teilweise auch Jahre oder sogar ein Jahrzehnt. Oder vielleicht sogar 2. Zum Beispiel so ein Zunderschwamm, so ein richtig, richtig großer Zunderschwamm. Der bleibt ja sehr, 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 sehr lange hängen, wenn ihn keiner abbricht und mit nach Hause nimmt. Und ja, da werden dann immer wieder kontinuierlich mehr oder weniger oder in bestimmten Abständen Sporen abgegeben, weil so eine feste, energieaufwendige, Biomasse verbrauchende Struktur wie so ein richtig großer Baumpilz, das lohnt sich nicht, wenn man den jedes Jahr nur für 3 Tage anlegen würde und ihn dann verfaulen lassen würde. Also ja, auch bei Pilzen gibt es solche Strukturen. Und vielleicht noch ein wesentlicher Faktor, was die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon wissen, weil ich denke fast schon Allgemeinbildung ist. Ein Hallimasch, eine Pilzart, die auch bei uns im Wald vorkommt, ist das größte Lebewesen der Welt. Weil der wiegt, glaube ich, wie viel? 6000 oder 600 Tonnen, wenn man sämtliche seiner genauso dünnen Pilzfäden wie bei jedem anderen Pilz auch zusammen zu einem Knäuel knäulen würde und dann halt irgendwie auf die Waage schmeißen. Grob geschätzt. So genau kann man das natürlich jetzt auch wieder nicht sagen. Aber der hat jedenfalls eine Ausdehnung von, ich weiß es nicht mehr, aber enorme, enorme Ausdehnung und ist alles ein und dasselbe Individuum, wenn man der Forscherin glauben darf, die das untersucht hat. Und ich fürchte, das darf man. Das war nämlich eine Wahnsinnsaufgabe und die hat da an 17.000 Stellen gefühlt DNA-Proben von diesem Pilz entnommen und jedes Mal festgestellt, yep, ist exakt dasselbe Individuum. Wirklich im Abstand von, ich weiß nicht, ob es 100 Kilometer sind, aber das ist wirklich eine enorme Ausbreitung. Kann man ja mal googeln, größtes Lebewesen der Welt, dann kommt sofort dieser Pilz. Ich glaube, ist in Kalifornien oder? Also jedenfalls irgendwo in den USA. So, ich gehe jetzt heim und den Rest vom Keller, das erzähle ich, glaube ich, euch ein andern Mal, weil bis ich das jetzt geschnitten habe, ihr sollt ja heute Abend nach Möglichkeit noch irgendwas zu sehen bekommen. Macht's gut!